So, hallo zusammen. Heute möchte ich euch mal unsere Solartasche vorstellen, die wir uns für unseren Van geholt haben. Wir hatten zuerst... Jetzt kommt der hier langgefahren, oder was? Hallo zusammen, heute möchte ich euch mal unsere Solartasche von Wattstunde vorstellen. Die haben wir uns von unserem Van gekauft, wenn wir mal so ein bisschen Strom brauchen und schön in der Sonne stehen. Wir hatten uns erst überlegt, ein festes Modul aufs Dach zu montieren, aber da sind so eine Wellen und ich wollte mich nicht festlegen, dass wir da was draufkleben. Wir haben uns für das mobile Solarpanel von Wattstunde entschieden. Das ist ein 120 Watt Peak Modul, in drei Module unterteilt, je 40 Watt. Und das kann man dann schön in die Sonne stellen. So, das gucken wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Im ausgeklappten Zustand ist das Modul 1,32 m x 56 cm bei 10 mm Dicke. Im eingeklappten Zustand ist das Modul 56 cm lang, 44 cm hoch und 22,5 mm dick. Allerdings nur das Modul selber, das ist das hier. Oben ist noch eine Tasche aufgenäht, wo das Anschlusskabel drin ist. Dort sieht man auch den Sticker mit den technischen Daten. Das Modul hat eingebaute Stellfüße, die sind auch mit Klett fest. Die kann man hier aufstellen. Hier ist ein stabiles Metall drin, so dass es wirklich stabil steht, wenn man es aufstellt. Und das machen wir jetzt. Das Anschlusskabel ist ca. 4 Meter übrigens lang. Damit habe ich gar nicht gerechnet. Ich hatte mir noch ein Verlängerungskabel gekauft. Am Ende hat es einen Anderson-Stecker, einen Hochstromstecker. Und dann gibt es noch ein kleines 50 cm Stück. Eine Seite Anderson-Stecker, andere Seite offen mit Ader-Endhülsen, wo der Solarladeregler rankommt. An den Ecken hat es Ösen, womit man es befestigen kann, mit Haken, mit Schnüren, mit Magneten, sind insgesamt 10 Stück. Wiegen soll es übrigens so knapp 3,5 Kilo. Laut technischen Daten steht da 3,3, aber ich glaube, die haben das Kabel nicht mit einberechnet. Aber dennoch ist es sehr praktisch und handlich. Der Stoff ist übrigens strapazierfähiges Condura-Gewebe. Daraus werden auch so Motorrad-Nylon-Klamotten hergestellt, die so wasserabweisend sind und so. Also ein spontaner Regenguss sollte die Solarzelle auch kurz mal abkönnen. Ich nehme mal an, man packt die dann sowieso ein, aber das macht dem nichts. Falls ihr es noch nicht gesehen habt, ich habe mir Magnete ran gemacht, ein Schrumpfschloch, damit es den Lack nicht zerkratzt. Und so kann ich es überall am Auto befestigen, wo ich möchte. Hier kann man es anbringen. Oder hier. Selbst im Querformat hält es. Geil. Entschieden haben wir uns übrigens für den Victron Energy Smart Solar Lader. Mit 15 Ampere ist ein MPPT-Lader. Der hat gleich das Bluetooth an Bord, sodass wir mit dem Handy in der App gleich sehen, wie so der Zustand der Solarzellen, der Batterie und der Energie ist, die wir aus der Sonne beziehen können. So, wie ihr gesehen habt, haben wir uns das schon für den Victron entschieden. Das ist, da war das Kaufargument des Bluetooth und ein MPPT-Regler ist einfach viel sinnvoller, weil der immer den Maximum Powerpoint trackt. Das ist ein aktiver Regler, der passt sich immer so an, um optimal die den besten Ladestrom aus dem Solarmodul rauszuholen. Hier sieht man einen preiswerteren Regler, das ist ein PWM-Regler. Das ist ein pulsweitenmodulierter Regler, der kann das nicht. Also der hat intern keinen DC-DC-Wandler und kann den Strom jetzt nicht so hinformen, dass er das Letzte aus der Solarzelle holt.
Und da ich noch relativ neu auf dem Solargebiet bin, habe ich mir den Spaß mal erlaubt, den jetzt einfach zu kaufen, einen zweiten, und will den jetzt mal direkt miteinander vergleichen. Ich habe hier eine kleine Steuerung angebaut. Also hier ist der Laderegler, der billige, der PWM. Unten ist der Victron drin. Das haben wir schon gesehen. Das ist hier. Ich habe die Solarzelle mit dem Schalter verbunden, dass er entweder auf den Laderegler geht oder auf den Victron, was wir dann hier in der App sehen können, was da gerade passiert. Hier unten, das ist unser Messstand von unserer Bordelektrik. Da kann man zusätzlich noch gucken, was direkt über den Messstand in die Batterie geht, und das nochmal ein bisschen vergleichen. Ja, wir können ja mal mit dem PWM-Regler anfangen. Das ist also der. Ich schalte den mal hier rum. Knack. So, der PWM-Regler hat jetzt 3,2. Jetzt schalte ich um auf dem MPPT. Und der fährt jetzt seinen Strom hoch und hat erstmal 4,5. Also der zieht einfach mal mehr aus der Sonne raus, weil er das einfach besser regeln kann. Ja, ich spiele jetzt noch ein bisschen rum und gucke mir die Ströme an, die so fließen. Ich bin total happy, dass das also super funktioniert. Das sind meine ersten Erfahrungen mit Solar. Vielen Dank an Wattstunde, dass ihr mich so gut beraten habt. Echt top Support. Ja, wenn es euch gefallen hat, wie immer, unten Kommentare rein, schaut auf Insta, vanontrack.de, da gibt es einen Blog dazu, und bis bald. Tschüss.